Ja, und hier im Geheimversteck der Salamandra in den Außenbezirken von Vysima begrüße ich euch zurück zu The Witcher. In der letzten Folge haben wir hier mit dem, ja, mit den Salamandra hier in dem Haus aufgeräumt, konnten uns leider nicht um Haren kümmern, der hier ja scheinbar mit den Salamandra dealt, deswegen ja, werden wir jetzt erstmal uns um den Rest kümmern. Eventuell können wir ja dann trotzdem noch den guten Haren seiner gerechten Strafe zuführen. So, Höhle. Was haben wir denn hier? Wir sind auch noch... Da komme ich nicht drauf. Ich brauche einen anderen Weg hier raus. Ja, gut. Okay, den Sprung hier hat er geschafft. Wir sind immer noch quasi auf der Suche nach den... der Ursache für den... diesen Höllenhund. Ja, wollen wir hier... Haben wir noch Schwalbe? Ja, Schwalbe wirkt noch. Ich muss pissen. Das hat ja gedauert. Ihr habt etwas, das mir gehört. Jetzt nicht mehr, fürchte ich. Und ihr, genau wie euer Vorgänger, ihr arbeitet derweil für Vergewaltiger und Mörder. Gefällt euch das? Wo ist Berengar? Der Trottel lief weg. Aber obwohl wir uns nur kurz begegneten, er war gesprächiger als ihr. Kein Wunder bei Azar Javeds Überzeugungskraft. Wer ist Azar Javed? Ein mächtiger Magier. Ihr seid kein Gegner für ihn. Wir werden sehen. An Mut fehlt es euch nicht, Hexerchen. Mal sehen, wie es euch ergeht, wenn Azar euch geschnappt hat. Ihr behauptet, ich arbeite für Mörder? Dieses verlauste Dorf. Odo kam zu uns, um zu lernen, wie man Krieger tötet. Wir sagten ihm, ein Jammerlappen wie er kann nur davon träumen, mit Soldaten zu kämpfen. Faszinierendes Gespräch. Aber es wird Zeit für Taten. Wir haben nicht, was ihr sucht. Es ist nicht hier. Sie haben es direkt zu unserem Stützpunkt in Vysima gebracht. Schade. Dann eröffnen wir mal den Tanz. Alle zusammen, auf ihn! Okay, also, um das jetzt mal richtig zu interpretieren, wir arbeiten für Mörder und Vergewaltiger. Okay, das heißt, irgendeiner von unseren Auftraggebern scheint da ein bisschen in was verwickelt zu sein. Er hat erwähnt, dass irgendwie Odo sich hier ausbilden lassen hat oder zumindest hingegangen ist, aber das verstehe ich nicht wirklich. Das heißt, okay, er hat ja diesen Bruder da und diese Ritterrüstung. Eventuell hat er seinen Bruder umgebracht, aber ich meine... kann sein, dass wir eventuell an der Stelle andere Dialogmöglichkeiten quasi gehabt hätten. Wer weiß. Ich weiß gar nicht, wann haben wir Odos Auftrag, haben wir glaube ich als ersten, glaube ich, sogar erfüllt. Das heißt, eventuell liegt das daran. Ja, ihr seid echt keine Gegner. Ich muss mal gucken, auf welchem Spiel ich das gerade spielen will. Kann ich das irgendwie einstellen oder sehen? Nee. Okay, ich glaube, wir spielen auf Mittel. Weil das ist gerade sehr einfach, muss man sagen. Okay, noch der Chef ist am Leben. Also war, meine ich damit. So, und du bist dann wohl der Letzte deiner Art, ne? Das letzte Arschloch in der Höhle, hoffentlich, wobei ich es mir nicht vorstellen werde. Zumindest das letzte Arschloch hier in diesem Bereich der Höhle, in diesem Raum, in diesem... Ja, in dieser Halle sozusagen. Okay. Ihr seid ein beeindruckender Schwertkämpfer. Alvin, warum bist du hier? Der Geistliche schickt mich zu dem verlassenen Haus. Er sagte, da würde jemand auf mich warten. Dieser Sohn einer... Gut, dass du in Sicherheit bist. Sie sagten, wir würden nach Vysima gebracht. Dieser Geistliche... Nach Vysima. Dort werde ich die Salamandra finden. Mir nach. Wir werden einen Weg aus dieser Höhle suchen. Diese Wand sieht dünn aus. Vielleicht können wir sie einreißen. Versuchen wir es. Welche Wand? Okay, er läuft jetzt schon mal hin. Aber echt herrlich, ey. Dieser geistliche Arsch. Verkauft hier irgendwie Kinder. Das Buch des Waldkauses, aber das haben wir irgendwie schon. Ey. Wir können es mal mitnehmen und verkaufen. Ach, verdammt. Oh, ey. Und wir haben echt für die gearbeitet. Das ist echt schön. Man darf hier echt niemandem vertrauen. Na ja, gut, aber zumindest... Was ist das? Ein Silberring mit Rubin. Ja, toll. Ah, blaues Meteoritenmaterial. Diamantstaub. Oh, den werden wir einsetzen, glaube ich. Den werden wir echt einsetzen. Zumindest, wenn es ein bisschen kritischer wird hier. Aber der Diamantstaub ist echt praktisch. Ja, nee, Fackel. Brauchen wir eine Fackel, ja. Wird bestimmt irgendwie... Ja, gut, sieht jetzt nicht unbedingt so schick aus, aber egal. Passt schon. Wir sind hier nicht hier irgendwie um...
wie sie mal Next Witcher irgendwas zu werden, sondern wir sind hier, um die Kinder zu retten und dem Treiben des Geistlichen ein Ende zu bereiten. Und zwar ein ziemlich schnelles, abruptes und schmerzvolles. Sie wollten uns unseren Eltern wegnehmen. Bitte tut mir nicht weh. Kessel? Ein bisschen Zeug drin. Diamantstaub. Setzen wir den jetzt ein? Nein, noch nicht. Wir warten erst noch. Ich würde sagen, ja, wir warten erst noch. Folgt mir. Okay. Ein Hoch auf dieses Zeichen. Immer wieder schön. Was haben wir denn hier? Abigail, okay. Kommen die jetzt freiwillig oder müssen wir irgendwie mal zurück? Ja, okay, gut, sie kommen. Gut. Auf zu Abigail. Nicht, dass die jetzt hier auch irgendwie mit drin mit dabei ist bei dieser ganzen Scheiße hier. Halli, hallo, hallöle. Warum seid ihr hierher gekommen, Hexe? Warum seid ihr hier, Hexe? Ich brauche einen neuen Zauber. Warum? Eure Magie raucht gewaltig. Mächtige Zutaten ergeben mächtige Zauber. Mächtig genug für das ganze Dorf. Warum tut ihr das? Der wütende Mob ist hier. Verbrennt die Hexe, brüllen sie. Sie hat die Bestie herbeigerufen. Ich muss mich verteidigen. Menschen haben die Bestie mit ihren bösen Taten herbeigerufen. Das überrascht mich nicht. Der ehrliche Mikul hat Ilsa vergewaltigt. Sie nahm sich das Leben. Ihr habt von dem Gift profitiert. Odo tötete seinen Bruder für Geld. Der Geistliche verstieß seine Tochter, als sie schwanger wurde. Jetzt lebt sie als Hure in Vysima. Haren verkaufte der Stadtwache ein Eichhörnchen für eine Handvoll Gold. Ihr habt das alles gewusst und nichts getan. Sie geben mir Gold für Gifte und andere Tränke. Was sie damit machen, geht mich nichts an. Jetzt ist klar, weshalb die Bestie euch heimsucht. Dieses ganze Dorf. Ich muss die Schuldigen überführen. Bleibt hier, während ich mit denen draußen spreche. Lasst nicht zu, dass sie mir wehtun. Meine Sünden sind nicht so schlimm, wie sie sagen. Wirklich? Findet es selbst heraus, wenn ihr wollt. Wir sind allein und wir haben alle Zeit der Welt. Hallo, neue Karte. Abigail. Seit ich euch das erste Mal sah, fühle ich mich zu euch hingezogen. Okay, also irgendwie animiert sieht ja mal ein bisschen anders aus. Ja, super. Also wir haben jetzt im Endeffekt hier für wie der Salamandra-Typ gesagt hat, für Mörder, Vergewaltiger und ja, Arschlöcher im Endeffekt gearbeitet. Eigentlich hat hier jetzt echt jeder in diesem Dorf da irgendwas am Dreck am Stecken gehabt. Boah, vor allem Mikul, ey. Mikul, dieses Arsch. Und wir haben gegen die ehrlich hier Würfelpoker gespielt. Boah, nee, komm. Spielen wir jetzt nochmal und diesmal hier mit Schwertern. Verbrennt die Geliebte des Teufels! Lass die Hexe unter Schmerzen sterben! Die Hexe versteckt sich dort drinnen. Soll das ewige Feuer ihren sündigen Leib verzehren, dann wird uns die Bestie verschonen. Nicht so schnell. Wir müssen ein gerechtes Urteil fällen. Diese Schlampe hat mein Leben ruiniert. Sie hat meinen Bruder verzaubert. Sie wollte ihn stehlen. Ihn und sein Gold. Mein Bruder hat sie verschmäht. Darum wirkte sie Teufelsmagie auf mich. Benutzte mich, um ihn zu töten. Diese Heimtücke. In ihrer Hütte bemerkte ich eine Puppe, die euch ähnelt. Ich träume noch jetzt davon, wie ihre Magie den Mord beging. Sie verdient den Tod. Wow. Einfach nur wow. Boah. Vor allem dieses Argument. Ja, sie hat mich verhext. Ja. Okay, man muss dazu sagen, die Gifte und sowas, er hat sie ja schon irgendwie bereitgestellt. Aber im Endeffekt, ich meine, es sind ja nicht die Gifte gewesen, die quasi da die Intention hatten, den Bruder und allen möglichen zu töten, sondern es war echt er hier. Beziehungsweise die anderen auch, also.
dieses Argument mit irgendwie ihre böse Magie ist schon irgendwie ziemlich abgedroschen. Euer Bruder war ein Krieger. Ihr seid nichts weiter als ein Säufer. Wie hättet ihr ihn je töten können, wenn nicht im Schlaf? Warum hört ihr auf ihn, Geistlicher? Er ist ein Mutant, eine Missgeburt, ein Hexer! Was ist eure Anklage? Beziehungsweise haben wir gerade die falsche... Sie machte mich zum Hafker. Sie versprach mir ihren Körper, wenn ich den Skoyatel helfe. Ich verachte Anderlinge, aber ich musste Handel mit ihnen treiben. Euch ist es doch nicht schlecht ergangen. Gold ist nicht alles. Es gibt auch Prinzipien, denen man treu sein muss. Ihr handelt mit Banditen, die Kinder entführen. Ich glaube euch kein Wort. Habt ihr eure Entscheidung getroffen? Was denkt ihr, Geistlicher? Die Hexe hat Odo und Haren benutzt. Und sie hat Ilsa vergiftet. Ganz bestimmt. Mikul vergewaltigte Ilsa, die sich daraufhin das Leben nahm. Abigail hätte schon längst fortgehen sollen. Aber sie blieb, um sich für das böse Schicksal, das über sie kam, zu rächen. Mit ihrer Teufelsmagie hat sie die einfachen Leute manipuliert und die Bestie herbeigerufen. Was ein Schwachsinn. Nein, ihr seid die Schuldigen. Schweigt, Dreckskerl. Ihr seid der Anführer dieser Schurkenbande und müsst damit wissen, dass sie Kinder an die Salamander verkaufen. Und ihr habt von der Vergewaltigung und dem Mord gewusst. Ich spucke auf euch. Ihr seid alle gleich. Alle schuldig. Das werdet ihr bereuen. Ich hole Abigail. Geht wieder heim. Seit Anbeginn der Zeit sind Frauen die Wurzel allen Übels. Werkzeuge des Chaos. Verschwörerinnen gegen die Welt und die Menschheit. Frauen werden nur von der Fleischeslust geleitet. Um ihre unstillbare Lüsternheit und ihre unnatürlichen Begierden zu befriedigen, lassen sie sich mit Dämonen ein. Die wollen uns töten. Habt keine Angst. Ich glaube, die werden Köpfe rollen. Verbrennt die elende Hexe! Niemand verbrennt hier irgendwen. Freunde, sie wollen uns Angst machen. Fürchtet euch nicht. Sie sind machtlos, wenn wir zusammenhalten. Ach, wirklich? Hinfort, Hexer, und lasst die Hexe hier. Sonst verbrennen wir euch auch. Ich möchte sehen, wie ihr das versucht. Verschwindet, dann lasse ich euch vielleicht in Frieden. Tja. Ihr habt zwei Möglichkeiten. Ihr wartet, bis ich fort bin und ermordet Abigail. Aber dann komme ich wieder und ich schlitze jeden verlausten Bauern und alles auf, das nicht auf einen Baum klettern kann. Oder ihr könnt ein anständiges Leben führen, euer Gewissen reinwaschen und neu anfangen, wie Menschen. Ihr habt die Wahl. Hab Dank, Geralt. Gehen wir. Wir müssen uns um die Bestie kümmern. Drecksäcke. Ah ja. Das wird nicht schön. Dieser Kampf wird alles andere als schön. Ich glaube, ich weiß, warum ich den Kampf jetzt nicht mochte. Hat was wieder mal mit dem NPC zu tun, nämlich, wenn ich mich nicht komplett irren sollte, ist Abigail auch noch da, ja. Und die kann sterben. Und das ist mal wieder eine dieser schönen Situationen, in der man sich fragt, warum NPC musst du dabei bleiben? So. Was machen wir? Wir machen... Eine schöne Kombi, bestehend aus Waldkauz, Schwalbe und, wir hatten noch irgendwie Waffenbalsam. 20% haben wir nicht noch was Besseres? Sicher was Besseres. Wir hatten noch irgendwo was, noch irgendwo Waffenbalsam, oder? Kann auch sein, dass uns eventuell dieses
Zeug gegen Geister geholfen hätte. Eventuell kann es sein, dass wir den Fight nochmal machen müssen. Beziehungsweise, dass ich ein bisschen offscreen rumrenne, um an Trankzutaten dran zu kommen. So, wo ist denn jetzt hier dieses verdammte Waffenbalsam? Bin ich blind? Na, ja, Diamantenstaub, meine ich doch. So, erstmal Diamantenstaub da drauf. Ja, wir schleifen erstmal in aller Ruhe unser Schwert, während wir angegriffen werden. Ach, herrlich. So, nächster Schritt besteht aus Waldkauz. Genau. Erstmal gibt's noch einen schönen Trank. Ich sagte Waldkauz, Geralt. Ja, gut. Und es geht natürlich weiter mit einer schönen... unsere Toxidität oder wie auch immer man es nennen mag, ist schon relativ hoch, aber trotzdem benutzen wir nochmal einen schönen Schwalbentrank und hoffen mal, dass Abigail nicht drauf geht. So, jetzt sind wir bereit. Jetzt kann der Kampf beginnen. Ich glaube, wir müssen uns... Ja, sie ist tot, oder? Lebt sie noch? Ja, sie bewegt sich noch, oder? Ja, sie lebt noch, okay. Weil sie am Leben zu erhalten, ist relativ essentiell, glaube ich, für den Kampf gewesen. Oh, wir sind schon fast tot. Verdammter Bargasse. Beziehungsweise verdammte Bestie, wie gesagt. Wir können nicht... Art, Mann, Art! Ja, okay, gut. Andere Taktik. Und zwar effektivere Taktik, denn... Was wir jetzt machen, ist... das Zeug benutzen und dann uns schnell durch die ganzen Geschichten durchklicken. Beziehungsweise gucken nochmal, ob wir eventuell dieses Geister, Anti-Geister-Zeug noch irgendwie kriegen. Wenn ich mich nicht irre, ist es auch so, dass während den Dialogen die Zeit weiterläuft, in denen wir die Tränke quasi verbraten. Wo ist es denn? Geisteröl. Was fehlt uns denn? Öl oder was? Scheiße. Verkauft sie zufälligerweise Öl? Muss irgendwie abbrechen hier? 0 Stunden Meditation, hey. Okay, Abigail, verkaufst du irgendwas? Jetzt kennt ihr meine Geschichte. Schön, aber ich würde sagen, in der nächsten Folge werden wir uns um die Bestie kümmern. Bis dahin, Leute, ciao.